Ich glaube, dass dieser rein technische Ansatz der falsche Ansatz ist. Das ist sozusagen nur ein Trostpflaster, was wir haben können. Und ich möchte gerne an einem Beispiel zeigen, wieso ich das denke. Ich glaube, das sind Sachen, wo wir noch viel, viel lernen müssen und verstehen müssen, aber dass das nie eine endgültige Lösung sein kann. Und ich habe gedacht, ich beginne das vielleicht mal mit einem geologischen Verständnis der Klimakrise, mit diesem relativ plakativen Bild, das linke kennt jeder, Google Earth von der Erde, wie sie heute noch aussieht oder vielleicht schon nicht mehr ganz so aussieht, ein bisschen weniger grün ist schon da. Und auf der rechten Seite ein Bild, wie wir uns die Erde vorstellen, wie sie vor 700 Millionen Jahren ausgesehen hat. Das ist Snowball Earth. Man sieht, dass die Kontinente ganz anders verteilt sind. Und es gibt die Idee, dass der ganze Globus oder fast der ganze Globus unter einem großen Eispanzer gelegen ist. Wir wissen also, dass es Klimakrisen auch in der Vergangenheit gegeben hat. Also dieser große Schneeball ist irgendwann komplett wieder aufgetaut und ist die Erde war zwischenzeitlich auch eisfrei. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir das wissen, weil uns das hilft, vergangene Klimakrisen zu nutzen, um zu verstehen, wie die Erde auf unsere jetzige Klimakrise reagiert. Und tatsächlich hat es solche Vereisungen nicht nur einmal gegeben, sondern mehrfach in der Erdgeschichte hat es Vereisungsphasen und Phasen gegeben, in der die Erde überhaupt gar nicht vereist. Die letzte Vereisung, die wir sehen, das kennen auch alle, diese letzten Eiszeiten, gibt es jetzt noch die Relikte davon, ein paar Gletscher in den Alpen, ein paar im Himalaya und so, die auch immer weiter zurückgehen. Ein ganz wesentlicher Punkt, was wir aus der Erdgeschichte ablesen können, ist, dass dieses ganze Beenden der Eiszeiten immer verbunden war mit einem Anstieg von CO2 oder andersrum, dass während den großen Eiszeiten immer wenig CO2 in der Atmosphäre war. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, das können wir sehr gut in der Erdgeschichte auch nachweisen. Und eine wesentliche Frage, die wir uns jetzt stellen können, ist natürlich, welche dieser vergangenen Klimakrisen ist denn am ehesten vergleichbar mit der Klimakrise, die wir heute sehen? Und es gab in der Vergangenheit große Massenaussterben, man nennt die Big Five, also das hier ist Zeit und das sind die Prozesse, die sich geändert haben. Und diese großen Massenaussterbenereignisse, die sind auch alle verbunden mit einer Änderung vom... War da eine Frage aus dem Publikum? Okay. Waren immer verbunden mit einer Änderung vom globalen Kohlenstoffhaushalt. Man sieht, bei manchen war Versauerung der Ozeane, bei manchen war eine Veränderung vom Sauerstoffgehalt, aber bei allen war eine Veränderung vom globalen Kohlenstoffhaushalt verbunden mit einer Änderung der Temperatur. Und zusätzlich zu diesen Big Five gibt es ein Aussterbeereignis, das ist das PETM, das Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum, von dem postuliert wird, dass das am nächsten dran ist an dem, was wir jetzt beobachten auf der Erde. Was ist also passiert während diesem Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum? Es gab einen dramatischen Anstieg von CO2 in der Atmosphäre. Und der war ausgelöst durch globale tektonische Prozesse, Atlantiköffnung, großen Vulkanismus und Verbrennen tatsächlich von Torf und Kohle, damals natürliche Prozesse, die einfach entfacht haben und der CO2-Gehalt ist durch die Decke gegangen. Und das war dann verbunden auch mit Riesenmassenaussterben, mit dramatischen Veränderungen an Land und im Meer. Und weite Teile der Erde waren dann einfach nicht mehr richtig bewohnbar für die damaligen Lebewesen. Die Pole waren komplett eisfrei, Krokodile dann geplanscht am Nordpol und am Südpol und sich da wohlgefühlt. Und weite Teile von
um den Äquator, die sahen einfach komplett dürr und tot aus und es gab riesige Veränderungen. Wenn wir auf diese Werte kommen in Zukunft, dann haben wir als Menschheit tatsächlich ein ernstes Problem. Dann können wir an den Nord- und Südpol wohnen, aber eben nicht mehr in den gemäßigten Breiten. Und auch das kann man berechnen, auch wieder aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Wie kommen wir denn, was sind denn die Werte von PETM und wo stehen wir eigentlich heute? Das ist eine Veröffentlichung aus 2019 mit Daten bis 2015. Und hier sieht man die Emissionen, die CO2-Emissionen auf einem logarithmischen Plot. Und man sieht, bis zu den Werten vom PETM ist es gar nicht mehr so dramatisch weit. Und da gibt es unterschiedliche Szenarien, je nachdem, welche Werte vom PETM man dann nimmt. Man haben wir aber dann eben noch bis zum Jahr 2160 oder 2260, bis wir in dieser Welt sind, in der wir einfach nicht leben wollen oder auch nicht leben können. Und die Zeit bis dahin ist erstaunlich kurz. Und die Zeit davor bis zu dem Weg dahin, das ist auch nicht witzig. Und hier ist dann die Erde für uns Menschen im Prinzip unbewohnbar. Und das ist das große Problem, vor dem wir jetzt eigentlich stehen. Um das also zu verstehen, wie wir es schaffen, da nicht hinzukommen, müssen wir das System Erde verstehen, um wirklich zu sehen, okay, hier ist, wenn der CO2-Gehalt so und so steigt, reagiert das System Erde entsprechend. Und das ist relativ komplex, weil das System Erde so komplex ist. Und das versuche ich ein bisschen mit der Grafik hier zu zeigen. Also alle kennen wahrscheinlich noch aus der Grundschule, würde ich fast sagen, diesen Schalenbau der Erde. Und das sind alles gekoppelte Teilsysteme von der Hydrosphäre mit der Kryosphäre, Atmosphäre und die Lithosphäre, wo sich dann im Prinzip die ganze Plattentektonik abspielt. Das geht aber auch deutlich weiter tiefer rein in den Erdmantel bis in den Erdkern. Und diese Prozesse sind teilweise recht schnell. Zum Beispiel ein Erdbeben oder so ein großer Hangrutsch, wie man hier unten links sieht. Und teilweise sind die Prozesse relativ langsam, wie dieses Werden und Vergehen von Eisschilden und von Gletschern, was dann eben über Hunderttausende, teilweise Millionen Jahre Zeiträume passiert. Die Prozesse hier auf der linken Seite, die verstehen wir sehr gut, weil die einfach reinfallen in diese Beobachtungsskala von einzelnen Leben, teilweise auch kurzen Leben, während die Prozesse auf der rechten Seite, die sind so weit entfernt vom menschlichen Denken, einfach weil sie so große Zeitskalen überbrücken, weil man da eben in Tausenden, Hunderttausend, Millionen Jahre Zeitskalen denken muss. Die Schwierigkeit ist, dass diese beiden Systeme, diese kurzen Zeitskalen und die langen Zeitskalen, eng miteinander verbunden sind. Und dass wenn wir an der Schraube hier links drehen, hier was machen, dann ändern wir die Prozesse rechts und andersrum. Wir müssen also das gesamte komplexe System Erde verstehen, wenn wir überhaupt sowas machen wollen wie Geoengineering, also technische Lösungen. Und die Schwierigkeit ist noch größer, weil diese Prozesse nicht linear miteinander gekoppelt sind, sondern es sind Zusammenhänge, die sehr, sehr komplex sind und dann auch, das haben auch alle schon mal gehört, diese Tipping Points entscheiden werden und auf einmal sich Dynamiken komplett ändern können. Wir haben das mal untersucht in so ein bisschen plakativen Sache, ist vielleicht auch ein bisschen in mancherlei Hinsicht schon anderen Skalen probiert worden. Kann man denn aus den jetzigen Krisen lernen, zum Beispiel aus der Corona-Krise lernen, was wie man mit der Klimakrise umgehen kann? Und die Corona-Krise oder Covid-19-Krise, die ist recht interessant, weil wir da genau
technische Lösungen versucht haben. Also es gab dieses eine Problem und dann gibt es eine technische Lösung, sehr zeitnah, und dann kommen wir irgendwie raus aus dieser Krise. Das sind oft lineare Zusammenhänge und auch über sehr kurze Zeit. Was wir zeigen in dieser Studie, ist, dass das nicht vergleichbar ist mit diesen Langzeitprozessen, mit dem, was wir machen, wenn wir Geoengineering betreiben. Weil die Prozesse, die wir im System Erde haben, nicht linear sind. Wenn wir jetzt so ein bisschen über diese technischen Lösungen nachdenken, gibt es recht viele, die vorgeschlagen worden sind, immer mit dieser Sache im Hintergrund. Wir greifen in ein unglaublich komplexes System ein. Was es zum Beispiel gibt, ist alles, was mit der Sonne zu tun hat, Solar Radiation Management. Man schirmt im Prinzip den Globus ab von stärkerer Sonneneinstrahlung, zum Beispiel indem er Aerosole in die Atmosphäre einbringt. Also man fliegt sehr, sehr viel im Prinzip und schützt dann die Erde. Dann greift man eben in das System Atmosphäre ein. Eine andere Sache, die vorgeschlagen worden ist, ist, dass man ins System Meer eingreift, Planktonwachstum anregen, damit da mehr CO2 gebunden ist. Das ist vielleicht auch ein ganz plakatives Beispiel, wo das die Problematik eigentlich zeigt. Es gibt den bekannten Satz, dass wir den Mond besser kennen als die Tiefsee. Und das stimmt auch, wenn wir in so ein System eingreifen, System Meer, das wir überhaupt gar nicht richtig kennen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was wir tun. Und wir können es auch nicht ausprobieren. Wir können es nicht auf einem kleinen Maßstab einfach mal starten. Da wird es nicht funktionieren, sondern man muss das im ganzen System machen und man tritt vielleicht was los, wo man irgendwelche nicht-linearen Prozesse startet, die man nachher überhaupt gar nicht mehr kontrollieren kann. Das macht das Ganze schwierig. Eine Sache, die sehr viel betrieben wird, ist Photosynthese betreiben, also selbst aufforsten. Das ist natürlich die goldene Lösung sozusagen. Da wissen wir können sehr kontrolliert CO2 binden. Wir wissen auch aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit, dass das gut funktioniert hat. Hier ist das Problem, dass wir eigentlich solche Wälder brauchen, wie sie hier dargestellt sind, also komplexe Ökosysteme und nicht einfach nur irgendein Forst. Und bis so ein System entsteht, das dauert eben auch viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Aber das ist natürlich eine sehr elegante Lösung. Und eine Sache, über die ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher reden möchte, das ist eben diese Enhanced Weathering, die angeregte Verwitterung. Was ist das für eine Idee überhaupt? Wir wissen, dass Klima und Gebirgsbildung gekoppelt sind. Und es gibt die Hypothese, dass der Klima in den letzten 50, 60 Millionen Jahren konstant abgekühlt worden ist, weil große Gebirge wie der Alpen-Himalaya-Gürtel überhaupt entstanden sind. Was man hier sieht in der Grafik, ist also die Zeitachse versus Temperatur im Prinzip. Und hier sieht man dieses Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum, wo die Erde so dramatisch war, wo wir überhaupt gar nicht hinwollen. Und der Himalaya ist aufgestiegen. Mit dem Aufstieg des Himalaya ist mehr Gestein der Verwitterung ausgesetzt worden. Das hat der Atmosphäre CO2 entzogen. Und dadurch ist das Klima kontinuierlich über die letzten 65 Millionen Jahre oder 50 Millionen Jahre kühler geworden. Ein sehr, sehr langer Prozess. Wir können jetzt nicht 65 Millionen Jahre lang warten, bis ein neues Gebirge entsteht. Die Idee also am Enhanced Weathering ist, sich diesen Prozess zunutze zu machen und die Verwitterung zu verstärken. Dazu gibt es bestimmte Gesteine, die da besonders gut sind. Und das sind alle Gesteine, die eben in der chemischen Reaktion der Verwitterung CO2 einbauen. Also wenn Gestein verwittert, entsteht aus einem Mineral ein anderes Mineral und manche davon setzen CO2 bei und manche binden CO2. Und wir bräuchten die Gesteine, die CO2 binden. Und das hier sind zwei typische Gesteine,
Das ist ein Foto aus dem Oman. Das ist ozeanische Kruste, die da aufgeschlossen ist. Basalt im Prinzip und die Äquivalente. Und wenn die verwittern, binden die CO2. Ich habe hier nur mal ganz kurz die Gleichungen zusammengestellt. Das sind relativ einfache Prozesse. Da gibt es mehrere Probleme dabei. Zum einen sind die Gesteine, die hier im Hintergrund noch zu sehen sind, nicht nur reich an Mineralen, die CO2 binden, sondern gibt es auch in vielen solchen Gesteinen Schwerminerale. Und diese Schwerminerale, die will man eben nicht unbedingt in die Natur ausbringen. Die Idee ist trotzdem denkbar einfach. Man nimmt ein Gestein mit einem möglichst guten Chemie, also möglichst vielen Mineralen, die CO2 binden und möglichst wenigen Mineralen, die man nicht haben will, und baut die ab, bringt die an irgendeinen Ort, malt die klein zu Pulver und bringt dieses Pulver aus in der Landwirtschaft, auf die Felder, und da verwittert es. Der Vorteil ist, dass dieses Gesteinspulver von Basalt auch noch ein Biodünger ist. Das wäre also sozusagen noch biologische Landwirtschaft, die man damit unterstützen. Das hört sich so ein bisschen nach einer großartigen, wunderbaren Lösung an. Es ist aber leider deutlich schwieriger als gedacht. Und das liegt daran, dass man diesen Energiehaushalt oder die CO2-Bilanz von dieser Methode rechnen muss. Und dieses Enhanced Weathering ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wir da von den vielen Faktoren, die es gibt, die sehr, sehr gut kontrollieren können. Ganz im Gegenteil zu sowas wie Planktonwachstum in der Erde, im Meer an Regen oder Solar Radiation Management zu betrachten, wissen wir hier die Faktoren relativ gut. Wir haben alles ausgerechnet, was die Nettobilanz ist für CO2 Drawdown. Und es sind hier unterschiedliche Grafiken. Einmal Gesteine, die sehr viel CO2 binden, und andere Gesteine, die weniger CO2 binden. Die Gesteine, die viel CO2 binden, die haben oft das Problem, dass da dann diese ungeliebten Schwermetalle drin sind, die man nicht so gern auf die Felder ausbringt. Okay. Das Gestein, das so ein bisschen entspannter ist, ist Basalt, und das ist auch relativ gut verteilt auf der Erde. Das heißt, wäre in ausreichenden Mengen verfügbar. Es gibt aber viele Faktoren, die da mit reinspielen, die ganze Sache ziemlich kompliziert machen. Eine Sache ist der Transport, wie der gemacht wird und wie weit er ist vom Steinbruch bis zum Feld im Prinzip. Und wenn der Transport zu weit ist und der mit LKW gemacht wird, dann wird diese Technik sogar keine CO2-Drawdown-Technik, sondern erzeugt noch CO2. Also wäre das sehr, sehr kontraproduktiv. Und das sind teilweise komplizierte Rechnungen mit den Parametern. Das ist ein Artikel, den sich jeder gerne runterladen kann, ist Open Access. Und da haben wir das alles mal ausgeführt. Okay, also es ist eine mögliche Technik, aber man muss sehr, sehr genau wissen, was man tut. Die großen Fragen, die sich stellen, wenn man solche Techniken anwendet, ist es generell möglich, welche Techniken wollen wir denn überhaupt anwenden? Wie groß ist das Risiko von der einen oder der anderen Technik? Die zweite große Frage, die man sich stellen muss, ist, was braucht man denn für Wissen, ganz, ganz grundlegend, um überhaupt zu sagen, diese Technik ist gut oder ist nicht gut? Und das hat dann nicht nur naturwissenschaftliche Aspekte, sondern das hat dann ganz stark auch soziologische, philosophische Aspekte. Also ist es zum Beispiel okay, einen Berg wegzubaggern? Vielleicht hat der ganz andere
Bedeutung für irgendwelche Spezies oder für irgendwelche Naturvölker oder wie auch immer. Und für diese ganzen Techniken müssen wir ganz klar quantifizieren, was sind denn die räumlichen und die zeitlichen Zeitskalen, in denen diese Technik überhaupt wirksam sind. Und das bisschen traurige Ergebnis aus dieser Enhanced Weathering Studie ist eigentlich, dass der Netto-CO2-Drawdown, den wir durch Enhanced Weathering bekommen, gering ist oder sich sogar, wenn man es falsch macht, zur positiven Emissionstechnologie entwickeln kann. Und diese Prozesse, die müssen wir ganz genau verstehen. Und das ist dann aber wieder nur ist die Basis. Das müssen wir dann auch raustragen an die Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die sagen, okay, ich mache jetzt hier das Umgekehrte, was gerade in anstatt Braunkohleabbau, mache ich jetzt Basaltabbau. Ist das überhaupt okay? Bloß weil es eben CO2-Reduktion verspricht. Also es gibt ganz große ethische Probleme, in die man dann überhaupt rein. Diese Sachen, die würde ich gerne zur Diskussion stellen. Über die allen Sachen gibt es schon sehr viele sehr interessante Forschung, die man beliebig tief eintauchen kann. Bevor ich jetzt gerne diskutieren würde, ist mir noch eine Sache wichtig. Und zwar gibt es viele unterschiedliche Wissenschaften, die dazu beitragen, die Klimakrise zu bewältigen. Und ich glaube, dass die Geowissenschaften, nicht nur weil es meine Wissenschaft ist, dass die Geowissenschaften einen ganz großen Beitrag leisten können, nicht nur in dem Fall Geoengineering, sondern Geowissenschaften braucht man auch, wenn es geht um Wasserbedarf, um Welternährung. Wenn man hier zum Beispiel links unten Wasserernte-Techniken sieht oder einen Staudamm bauen, alternative Energien, die wir vielleicht brauchen, anstatt CO2, Zukunftsenergien, sind alles geowissenschaftliche Probleme. Auch wenn man sagt, ist Atomenergie eine Zukunftstechnik oder nicht, da müssen wir erstmal dieses Endlagerproblem lösen. Ein ganz anderes Thema, aber auch hier sind die Geowissenschaften ganz, ganz essentiell wichtig. Mein großer Punkt ist, ich sehe ein bisschen, dass den Geowissenschaften, dass die einen entscheidenden großen Beitrag leisten müssen zur Zukunft der Klimakrise und dass wir da die schlaue, begeisterte Köpfe brauchen, von denen es in den Geowissenschaften momentan noch zu wenige gibt. Es gibt wenige, die anfangen, Geowissenschaften zu studieren, aber die Perspektive ist dringend nötig, um die Klimakrise zu bewältigen. Und das kann man in vielen Unis wunderbar machen. An einer, der man es wunderbar machen kann, ist natürlich die Uni Salzburg. Sind alle herzlich willkommen, da hinzukommen. Es gibt aber auch vor Ort viele, viele sehr gute Unis, wo man das machen kann, um diese Säule Zukunft Klimakrise auch zu stemmen. Und mit diesem kurzen Blick in die Breite der Geowissenschaften würde ich gerne die Diskussion oder diese Punkte, die ich genannt habe, zur Diskussion stellen. Ist Geoengineering denn sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und ich hoffe, dass ich mit denen einen kurzen Einblick gegeben habe, was die großen Probleme sind, aber vielleicht auch, wo Ansatzpunkte sind, wo man das als Lösung benutzen kann.